Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Conan Exiles. Ich befinde mich hier in meiner tiefsten Wüstenbase und ich habe jetzt zwischen dieser und der letzten Folge nochmal ein bisschen was umgeplant. Huch, hier wollte ich gar nicht hin. Ich habe mir nämlich jetzt mal hier die Base noch ein bisschen aufgebaut. Ihr seht es, ich habe mir jetzt hier eine Werkbank des Rüstungsschmiedes hingestellt und hier oben habe ich mir außerdem auch noch eine Werkbank des Schmieds und eine Werkbank des Zimmermanns platziert, damit ich hier einfach auch Rüstung und erweiterte Waffen und sowas bauen kann, damit ich jetzt nicht immer von A nach B laufen muss. Denn mein Plan ist jetzt nämlich, ich möchte wirklich hier an der Stelle jetzt mich permanent niederlassen und möchte hier auch, ja, quasi meine Hauptbase jetzt haben tatsächlich. Weil von hier aus komme ich nämlich an alle wichtigen Ressourcen tatsächlich ran, ja. Von hier aus kann ich alles Wichtige abrufen, deswegen werde ich jetzt einfach hier bleiben. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Sinnvollste. Und ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal etwas freischalten, nämlich etwas, oder beziehungsweise etwas bauen. Etwas, das ihr mir schon geschrieben habt, dass ich das machen soll, nämlich diesen Feuerschalenkessel. Dazu brauchen wir Eisenverstärkung. So, jetzt muss ich mal gucken, das können wir machen in der Schmiede. Schon wieder die falsche Seite. Das wird eine Weile dauern, bis ich mir das merken kann. Hier ist die Schmiede. So, Eisenverstärkung. Was war das jetzt nochmal? Was brauchen wir für die Eisenverstärkung? Eisenverstärkung benötigt 2 Eisenbarren. Genau, wir haben, glaube ich, noch Eisenbarren, die gerade durchbraten in der Schmelze. Ich glaube, da läuft gerade ein Nashorn vor der Tür vorbei. Ich hoffe, es sieht mich nicht. Nee, nicht wirklich, oder? Okay, wartet. Wir müssen es weglocken. Scheiße. Wieso? Wieso denn nur? Scheiße. Ich muss es irgendwie verbacken. Hinter einem Stein oder so. Ja, wartet mal. Nashörner sollen gar nicht so schwer zu besiegen sein, tatsächlich. Ey, kommst du zurück? Du fettes Gerät. Ist es jetzt nicht mehr aggro? Warte mal. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr aggro. Oh Gott, Freunde. Warum läufst du auch hier rum vor meinem Haus? Das ist mein Haus. Ich laufe doch auch nicht vor deinem Haus rum. Blödes Vieh, ey. Hallo. Geh weg von meinem Haus. Ich muss es, glaube ich, töten. Hm. Oh mein. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau, Eisenverstärkung. Jetzt muss ich erst mal gucken, hat das jetzt Schaden gemacht hier eigentlich? Nö, glaub nicht. Ich kann nichts erkennen, dass es Schaden gemacht hat. So, jetzt holen wir uns hier mal noch. Genau, hier backt nämlich gerade noch Eisen durch. Und da können wir ja schon mal die Eisenverstärkung jetzt an der Schmiede mal in Auftrag geben hier. Das wird ja eh auch eine Weile dauern, bis das dann fertig ist. Vielleicht sollte ich um meine Base vorne nochmal einen kleinen Zaun rumbauen. Eisenverstärkung 27. So, wie viel brauche ich dafür? Für so eine Feuerschale? 50. Okay, da sind wir ja gar nicht weit weg. Dann müssen wir jetzt im Endeffekt nur noch warten, bis das da jetzt so ein bisschen durchgeschmolzen ist. An der Stelle. Ich muss auch mal gucken, habe ich meine Werkzeuge eigentlich repariert schon? Weiß ich gerade nicht. Doch, die sind alle repariert. Müssten eigentlich repariert sein. Genau. Hier haben wir auch noch ein bisschen Leder und das alles. Das wird auch gerade noch durchgebrutzelt oder ist schon am Durchbrutzeln. Und genau, jetzt nehme ich mir hier noch ein bisschen Eisen raus. Wenn das gleich fertig ist. Der eine Ingo, genau. Ja, das packen wir jetzt noch oben in die Schmiede rein. Da können wir noch ein bisschen Eisenverstärkung draus machen. Und dann bauen wir uns mal diesen Feuerschalenkessel, weil da habt ihr mir nämlich gesagt, da kann ich ganz tolle Rezepte dran machen irgendwie. Das soll ganz toll sein. Boah, es dauert ganz schön lange, diese Eisenverstärkung zu produzieren. Heftig. Da können wir jetzt locker nochmal eine Tour machen, tatsächlich. Bevor das fertig ist. Vor allem, ich brauche 50 davon. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich tatsächlich noch warten, bis das Eisen hier durchgebraten ist, damit ich das da noch nachlegen kann an der Stelle. Ja, das muss ich jetzt noch machen. Wisst ihr was? Dann töten wir jetzt doch noch das Nashorn. Würde ich sagen. Wir töten das Nashorn.
Vielleicht erstmal mit Pfeil und Bogen drauf schießen. Von weitem. Man sollte auch treffen. Ja, genau so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, aua. Schieß doch. Aua, aua, Alter. Ist nicht euer Ernst. Ja, oh Gott, ich hab's getötet. Das war aber arschknapp. Holy Macaroni. Holy Macaroni. Ich hab wieder einen Pfeil in der Axt stecken. Seht ihr das? Dicke Haut und exotisches Fleisch. Oh. Okay. Ah, das war auch gerade wieder so ultra knapp, ey. Wenn das noch einmal zugestoßen hätte, und da wäre ich direkt heiser, wenn das noch einmal zugestoßen hätte, das Nashorn, dann wäre ich krepiert. Dann hätte es mich getötet. So, packen wir das mal hier rein. Ah, jetzt fehlt mir natürlich wieder Holz. Wieder Holz holen. Schnell einen Baum töten. Ich muss einen Baum töten, ganz schnell. Meine Güte, ey, das wäre fast ins Auge gegangen mit dem Nashorn. Habe ich wieder Mammut gesagt? Ich glaube, ich habe wieder Mammut gesagt vorhin, ne? Mein Gehirn ist wieder verwirrt. Mein Gehirn ist ein einziger Wirsing. Gehirnwirsing. Es ist ein einziger Gehirnwirsing. Gehirnwirsing, Gehirnwirsing. Komm, geh. Mach auf. Warum macht der jetzt... Achso, ich drück die ganze Zeit F. Weil ich gerade noch Helion gespielt hatte, deswegen. Da ist nämlich F aktivieren. So, die dicke Haut, die packen wir hier mit rein. Können wir eigentlich auch aktivieren gleich mal. Flupp. So. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Metall haben wir hier jetzt. Ah ja, sehr gut. Wartet mal, ich glaube, das ist jetzt die Menge, die wir noch brauchen, um da oben dann die Eisenverstärkung daraus zu machen. Schauen wir mal. Ja, genau. Guckt mal. 44. Scheiße, da fehlen immer noch 5 Eisenverstärkungen. Tatsächlich. 5 fehlen... Nee, 6 fehlen noch. Ich kann nicht mal richtig zählen. 6 fehlen noch. Da müssen wir noch kurz warten. Da brauchen wir jetzt noch 12 Metal-Ingos. Habe ich hier noch Metal-Ingos, die fertig sind? Ja! Okay, 6 Metal-Ingos. Und hier sind 7 fertig. Okay, dann haben wir jetzt die richtige Menge. Alles klar. Dann packen wir das jetzt oben rein. Hier in die Schmiede. Und lassen das durchdengeln. Genau, 51. Perfekt. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch Zwirn. Wie viel braucht man da? 25. Genau, wir haben nur 7. Das heißt, wir müssen wieder einmal Büsche abkrabbeln. Hilft alles nix. Und ich habe wieder irgendwie einen Pfeil in der Schulter stecken. Ich habe meinen eigenen Pfeil in der Schulter stecken. Nee, in der Faust habe ich ihn. Auch wieder so geil, ey. Wieso? Wieso denn eigentlich? Wieso habe ich meinen eigenen Pfeil in der Hand stecken? Das gibt keinen Sinn. So, hier schön Büsche abkrapschen. Müssen wir jetzt machen, ne? Weil wir brauchen... Wir brauchen Material. Wir brauchen Zwirn. Und davon nicht wenig. Deswegen grapsche ich jetzt hier diese Büsche ab. Mal wieder. Wie in der letzten Folge auch schon. Und wie generell eigentlich in 90% aller Folgen irgendwie. Farmen. Es ist nun mal ein Survival-Spiel. Das hat auch... Der Alan hat das geschrieben. Findest du das etwa spannend, das ganze Gefarme und so? Naja. Auf lange Sicht nicht. Aber das Spiel lockert das natürlich mit der ein oder anderen Entdeckungsreise, die man dann unternimmt, durchaus wieder auf. Was war denn das jetzt? Irgendein Geräusch? Oh Gott, Elefant. Schnell weg. Nicht, dass der aggro wird. Aber wenn er hier runterspringt, stirbt er wahrscheinlich sowieso. Das sieht aber auch krass aus, wenn da so ein Elefant oben auf so einem Felsen steht. Wir farmen mal hier weiter, würde ich sagen. Jetzt habe ich ja auch die Musik deaktiviert, ne? Jetzt weiß ich ja gar nicht, wenn die Viecher aggro sind und wann nicht. Das ist ja auch so lustig. Auf euren Wunsch hin habe ich das gemacht, ja. Weil das natürlich auch lustiger und unvorhersehbarer ist dadurch, was dann da passiert. Es wird sehr lustig. Es war ja schon lustig mit den Krokodilen auch, wie ich mich da teilweise erschreckt habe in der letzten Folge. Es war schon gut. Kann man mal machen. So.
Machen wir mal Zwirn, ne? 30, genau. Wie viel brauche ich hier eigentlich? 25, ja, dann passt das doch. Dann haben wir doch jetzt die Menge. Ich nehme trotzdem noch ein paar Pflanzenfasern mit. Und was ich jetzt auch mal mache, ist, ich stelle mir hier mal meinen Sklaven vor die Tür. Den ich mir jetzt schon quasi erdengelt habe. Ja, mein toller Sklave hier. Der muss ja jetzt schon fertig sein eigentlich. Der hier im Wheel of Pain vor sich hingelaufen ist. Guck mal, der ist fertig, ne? Ich glaube schon. Sollte er. Kämpfer Klasse 1. Den stellen wir jetzt hier vor die Tür. Und wenn dann wieder ein böses Nashorn kommt, dann kann der nämlich das Nashorn malträtieren. So, genau. Ich stell den jetzt einfach Performer. Auch schön. So, Wachposten. Genau, du bist der Wachposten. Wenn dir jemand krumm kommt, dann hau ihm eins auf die 12. Hast du verstanden? Ja, Meister. Sehr gut. Ich liebe dich dafür, dass du mich verteidigst. Vielleicht schaffen wir es ja noch einen, uns zu besorgen. Dann hätten wir hier zwei Wachposten vor der Tür. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? So, was haben wir denn hier jetzt noch? Genau, um was ging es jetzt eigentlich? Ich wollte, genau, hier die gegrillte Keule nehmen wir mal mit. Gegrillte Keule ist immer gut. Irgendwas läuft über mir rum, hört ihr das? Ich pack mal den Zwirn, den nehme ich mal lieber nicht mit. Den packe ich mal oben in die Schmiede rein. Weil wenn der Zwirn jetzt weg ist, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Scheiße gebaut habe oder so, ne? Dann wäre das nicht so gut. So, das läuft jetzt hier durch. So, der steht hier rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal noch eine kleine Tour machen wieder mal. Denn wir haben ja immer noch keine Tänzerin. Mir wurde jetzt auch gesagt, man könnte irgendwie auf diese Brücke da drüben tatsächlich raufgehen. Ich will jetzt nochmal gucken. Wir könnten jetzt natürlich hier hingehen, nochmal da durch, uns durchfädeln. Und hier irgendwo soll ein Aufgang sein tatsächlich zur Brücke. Ich möchte aber trotzdem jetzt mal irgendwie versuchen, hier hinzukommen, in den Bereich. Ja, wir gehen jetzt nochmal da in die Richtung. Und das will ich mir jetzt alles nochmal angucken, was da in der Richtung sich befindet. Wir machen jetzt nochmal so eine kleine Tour. Ja. Und ich habe wieder keine Metallsachen mitgenommen zum Reparieren. Kann das eine gute Idee sein? Ich weiß es nicht. Wie viele Bögen, Pfeile habe ich eigentlich noch? 23. Das wird wahrscheinlich im Leben nicht genug sein. Aber naja. Mut zum Risiko. Wir müssen uns ja nicht mit jeder Kreatur rumschlagen, die so auf uns zukommt. Da vorne ist ja auch eine Höhle, ne? Ist das eine Imp-Höhle? Was ist denn das für eine Höhle? Muss mal vorsichtig luschern und gucken, was da so rumfleucht. Oh, da oben ist eine Spinne. Vielleicht eher so hier rechts lang gehen. Muss auch mal nach Krokodilen Ausschau halten. Nicht, dass da irgendwie Krokodile auf mich zukommen. Wie gesagt, die Musik ist aus. Wenn die kommen, dann kriege ich das nicht mit. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Vorsichtig sein. So. Ist hier jetzt eine Höhle oder ist hier keine Höhle? Moment. Da ist es schon mal eine Spinne. Die kommt hier aber nicht hoch. Ja, da ist eine Höhle. Das ist bestimmt eine Spinnenhöhle oder so. Ah, da ist ein Krokodil. Und hier gibt es einen Aufgang. Ich würde sagen, wir nehmen mal diesen Aufgang tatsächlich. Ah, scheiße. Warte mal. Ja, es kommt. Ja, schieß doch. Schieß doch weiter. Komm. Oh Gott. Ah. Ha. Okay. Also, irgendwas sagt mir, dass weitere Pfeile zu craften vielleicht keine so schlechte Idee ist. Und ich nehme jetzt meine Standardwerkzeuge, weil die kann ich besser reparieren. Wenn ich die Sachen abbaue. Kriege ich zwar weniger Zeug, aber dafür muss ich nicht so oft das Zeug reparieren dann. Krokodil? Vom Nil? Nee. Okay, Ruftata. Rufta, Rufta, Ruftata. Auf die Rampe, Ruftata. Und, ja. Schon mal hier, ne? Waffen in die Hand nehmen.
Und eine Keule essen. Ist auch immer ganz wichtig. Folgt mir was? Nein. Das ist voll ungewohnt ohne Musik. Irgendwie. Die Musik hat einen immer noch so ein bisschen beruhigt. Beim Spielen. Jetzt ist irgendwie die Anspannung noch viel größer als vorher. Finde ich. Es ist viel krasser jetzt. Wartet mal, ich gehe jetzt mal spaßenshalber hier hoch. Irgendwas läuft hier. Ah ja, so ein Typ. Will der zu mir? Ja. Ja, komm doch. Stopp. Jawohl. Ja, den... Soll ich den abbauen? Ja, komm, machen wir mal. Schwefel und so, das soll ja angeblich voll wichtig sein. Demnächst. Und auch die Kristalle sollen irgendwie voll wichtig sein. Ja, guck mal, da gibt's echt einen Aufgang. Können wir ja mal versuchen, jetzt auf die Brücke hochzukommen, ne? Hoffentlich kriege ich da keine Verdammnis jetzt. Mal schauen. Und hoffentlich sind da keine Gegner. Ich will nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. Kriege ich Verdammnis? Kriege ich Verdammnis? Nee. Hier ist echt eine Treppe. Das war der Aufgang, den der eine Kommentarschreiber meinte. Ich glaube, das war auch der Joshua tatsächlich, der auch bei Helion einen Tipp gegeben hatte, einen wichtigen. Nicht schlecht. Coole Sache. Ich kann hier hochgehen. Das ist schon spannend gerade. Da hat man bestimmt eine coole Aussicht. Und bestimmt kann man da auch an den ganzen Viechern vorbei, die einen so das Leben schwer machen normalerweise. Sieht friedlich aus hier oben, oder? Ich sehe keine Gegner. Das ist doch gut. Dann genießen wir das jetzt hier mal ein bisschen an der Stelle, würde ich sagen. Das ist ein Tempel, oder? Das hat so was Tempeliges. Und da vorne ist auch irgendwas zum... Ist das was zum Aktivieren? Das sieht so... So wichtig aus, irgendwie. Seht ihr das da? Am Fuß von diesem Sockel. Da ist so... So eine weiße Linie. Das hat irgendwie so was Wichtiges, finde ich. Mal schauen, wir werden es ja gleich sehen. Vielleicht ist es ein Dungeon, ein Eingang zu einem Dungeon. Oder? Was ist das denn? Ach, das ist einfach nur so ein Schlitz. Das ist einfach nur ein Schlitz. Es ist ein Schlitz. Ein schlitziger Schlitz vom Schlitzohr. Ja, und jetzt kommt man hier wahrscheinlich nicht rüber, ne? Hier ist jetzt die Brücke zerstört. Glaube ich. Ja, hier ist wieder... Da unten ist der Fata Morgana See. Und hier kommt man nicht weiter. Okay, naja gut. Dann kommt man hier nicht weiter, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, an der Stelle ist jetzt nicht nur die Brücke zu Ende, sondern auch die Folge... Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Conan Exiles. Und dann, ja, versuche ich wieder einen Weg runterzufinden von der Brücke. Weil ich denke mal, in die verlorene Stadt zu gehen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine schlaue Idee. Und dann gehen wir mal, ja, so in die Richtung. Da waren wir ja auch noch gar nicht, ne? Bis zur nächsten Folge Conan Exiles. Bis dann, ciao, ciao.